Für den Gast selber sind natürlich die Stationen in Holzbauweise sehr ansprechend und einladend. Holz ist prädestiniert für sämtliche Gebirgsbaustellen wegen dem leichten Gewicht. Es ist nachhaltig und sehr schnell in der Vorfabrikation. So können wir in Elementbauweise eigentlich die Bauzeit extrem verkürzen. Die ersten zwei Wochen haben wir noch ein bisschen viel Schnee gehabt und Eis. Aber jetzt, die letzte Woche war schön und jetzt so. Für uns ist das super, jetzt das Wetter. Und so läuft es. Weil wir hier eigentlich auf der ersten Sektion die steilste Seilbahn haben vor der Welt, hat es eigentlich die Geometrie nur zugelassen, dass die Kabine näher durch das Dach einfährt. Das ist ganz speziell hier bei unserer ersten Bahnsektion. Es ist sicher hier ein bisschen speziell, wir haben noch nie einen rechten Winkel. Es ist alles ein bisschen schräg und hat Neigung. Dass wir die Windräder setzen können, die Elemente haben wir auch einen Ausgleich am Kran. Und man dann ferngesteuert kann ausgleichen, dass das Element schräg hängt und um mich gerade. Also, sicher gute Hilfe. Ja, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen haben wir etwa knapp 20 Lastwagen Fuder, Holz und Elemente verbauen hier. Wir sind hier im Baufortschritt mit den Aufrichtarbeiten in den finalen Zügen. So, dass wir bereit sind, den wichtigen Meilenstein abschließen von den Aufrichtarbeiten. Es geht wirklich Schlag auf Schlag, so dass wir die erste Sektion Ende 2024 eröffnen können.